Herzlich willkommen zurück bei Brothers. Letzten Part haben wir einen guten Freund verloren, beziehungsweise einen, naja, Freund kann man nicht sagen, aber einen sehr netten Helfer, der hätte unser Freund werden können, aber naja, bei dem Versuch uns zu helfen leider gestorben ist. Aber wir werden natürlich jetzt weitermachen. Und versuchen, so gut wie möglich unsere Mission zu schaffen, damit er nicht umsonst gestorben ist. So, wir sind also jetzt ein Stück weiter gegangen. Okay. Es wird hier alles ziemlich grau. Am Anfang war noch... Oh Gott, da ist ein Geier. Oder heißt es Geier? Hier war vorhin noch alles grün. Und jetzt... Was zum Teufel? Ich meine, sind wir geschrumpft oder leben hier wirklich so krasse Riesen? Also normalerweise kennt man das ja immer nur, dass dann ein Riese existiert, aber hier scheint ja eine ganze Armee an Riesen gewesen zu sein. Sollen wir die Waffe mitnehmen? Oh, hier ist eine Bank. Sehr super platziert, natürlich ziemlich passend einfach. Die sind wohl da irgendwo hier reingefallen, sieht so ein bisschen so aus, weil da die ganzen Stacheln auf dem Boden sind. Oder sind das Bäume? Das können natürlich auch einfach Bäume sein. Gott. Da bist du Matsche, wenn du als Mensch so ein Teil abkriegst. Oder ist der nächste? Boah. Steuerung. Der hat ja auch Geräusche gemacht. Ach, das ist der Adler. Müssen wir das jetzt wirklich tun? Du auch. Da kommen wir jetzt dran vorbei. Es tut mir schon ein bisschen leid jetzt für ihn. Überall Blut und die Waffen hier. Sind die riesig. Oh, und da färbt sich der Fluss rot. So, halt dich fest, hast du schon super. Ich frag mich jetzt gerade wirklich, wo wir jetzt noch hin müssen. Ich dachte ja, wie gesagt, dass im Schloss schon die Lösung lauert. Die Lösung lauert. Oder das Ziel ist, aber... Das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Noch mehr frage ich mich, warum jetzt hier diese Leiter ist. Ach so. Ja, helft euch doch gegenseitig, bitte. Spring runter, Trottel. Du sollst deinem Bruder helfen. Du bist doch doof, oder? Ja, bist du anscheinend. Ach so. Ach so. Das war dann hier. Hier ging das nur. Ach, was der. So, hier macht er die Räuberleiter, dass wir da hochklettern können. Und... Was machen wir hier jetzt? Biegt sich das jetzt runter? Ah ja, bitte. So. Das ist mal ein bisschen anders als das mit den Seilen. Das finde ich jetzt gut. So. Da ist schon wieder eine riesengroße...
Riesenleichen. Was meint ihr, was das stinken müsst? Muss. Ist ja widerlich. Ach so. Kamera. Den müssen wir jetzt also wegschieben. Aber ich glaube nicht, dass das so klappt. Nope. Also müssen wir uns da anscheinend oben festhalten. So, du da und drüber und... Naja, tief ist er ja nicht gefallen für seine Größe. Immer noch ein bisschen zu hoch, aber er ist eh schon tot. Ach, guck mal, hier kann ich die Kamera drehen, das ist ja nett. So, der nächste Fluss voller Blut. Kommen wir hier hoch? Anscheinend nicht. Aber hier. So, ich gucke mich mal kurz hier um, ob hier noch irgendwas ist. Das ist ein bisschen schade, dass ich die Kamera nicht im Winkel ändern kann. Sondern nur im Winkel. Nee, ich meine in der Höhe halt. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Oh, da sind Geräusche. Da spricht doch jemand. Boah, da fließt Blut durch. Das ist nur noch Blut. Das ist kein Wasser mehr. Krasse Schitte. Was haben die denn davor? So, hier müssen wir rüber über diese Axt. Und dann hier wieder. Dann hier wieder den Pfeil. Ja, dann tauscht halt die Seiten. Und. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir hacken den auf die andere Seite, dass wir darüber balancieren können. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen, schon ein bisschen krasser. Ach, wie schön, dass man auch diese Schnittwunde jetzt nicht mehr sieht. Ist auch vielleicht besser so. Boah. Da haben wir eine Bank. Setzen wir uns mal drauf. Da sieht man nicht viel. Ich frage mich jetzt wirklich, was das da unten ist. Und ich befürchte ziemlich sehr, dass das unser Ziel sein könnte. Dass wir da irgendein Lebenselixier oder was auch immer herbekommen. Vor allem, wieso sind das so viele? Und was haben die hier gemacht? Ich meine, das sind ja schon echt viele Riesen. Und es sind alles vom gleichen Team sozusagen. Also ich habe jetzt noch keine mit einer anderen Rüstung gesehen. Das heißt, die anderen müssen überlebt haben, beziehungsweise sind es... Boah. Sind es überhaupt... Gibt es überhaupt andere Riesen? Oder waren es andere Wesen, die... Wo gehe ich denn jetzt hier hin? Wartet mal. Also mit dieser Armbrust mache ich bestimmt ihn weg. Deswegen gehe ich erstmal hier lang. Oh. Was haben wir da? Ja, wir sind nicht genug Kraft haben, denke ich. Ruf den Riesen. Nein. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, da bricht irgendwas durch die Wand durch, aber... Okay. Habe ich somit jetzt den Verlauf der Geschichte geändert? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ist ja nichts passiert. Man wird sehen, man wird sehen. So, hier müssen wir auf jeden Fall wieder hoch, um die Armbrust zu spannen. Und, ja, wir sind nicht nett, möchte ich sagen. Es ist nicht nett, was wir hier tun. So eine Armbrust funktioniert ja so, dass man sie zurückzieht. Boah, voll in den Schädel rein, ey.
So, und dann müssen wir hier drücken. Nein, hier. Nein, hier. Und Patschpa! Sind seine Augen dabei aufgegangen? Oh, na je. Ja. Es war ein Ja. Seine Augen sind dabei aufgegangen. Ich glaub's nicht. Boah. Schon ein bisschen fies auch, ne? Gut, sie sind tot, aber... Ne? Über seinen Körper können wir nicht mehr laufen. Und da ist das... Der Fluss komplett rot. Komplett. Komplett! Da unten... Sieht aber nicht aus, als ob das andere Riesen wären. Ich glaube, die sehen irgendwie kleiner aus. Ist hier noch was? Nein. Oh oh. Hinter dem Wasserfall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich fällt das nicht auf. Jetzt werden wir sehen, ob das... Nee, doch noch. Wir bräuchten mal anderes Wasser. Oh, wir hinterlassen Fußspuren. Das ist, glaube ich, nicht gut. Aber sie verschwinden. Das ist wiederum gut. Das ist ein Kochtopf. Ein Kessel, könnte man eher sagen. Was ist das hier? Okay, hier werden wir wieder normal. Ja. So. Müssen wir jetzt tatsächlich... Sag ja, das sind keine Riesen. Oh. Oh, oh, das sieht nach einem Opfer aus. Du Opfer! Aber was sind das für Leute? Ich meine... Ja, die müssen wir auf jeden Fall retten. Teilt euch die auf hinterher, ne? Oh Gott, wenn die uns erwischen hier, dann gibt's Pfeile in dem Bauch. Aber sie erwischen uns nicht, das ist gut. Da ist eine Höhle oder irgendwie sowas. Hier geht's noch runter. Oh, hier sind wir jetzt. Ungut, möchte ich sagen. Ernst? Dein Ernst? Ihr wollt euch jetzt dann da... Ach so! Verstehe. Und wir sollen jetzt den Gott... nachspielen praktisch. Cutscene mit Lex. Keine Cutscene, aber Lex. Das Bumstod war jetzt eigentlich nur ein Spaß. Warum fällt mir jetzt das Lied Summertime ein? Warum kriege ich jetzt auf einmal das Lied Summer, Summer, Summertime in den Kopf? Ist ja ekelig. War das jetzt richtig, was wir hier getan haben? Finden wir es im nächsten Part heraus. Ich bin Sophie.